langsamer durchhalten! Hast du den Verstand verloren? Schau mir! Happy! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung Dubais war ein kompletter Fehlschlag. Verluste zu viele. Hey Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir.
Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen, bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Okay, muss nachladen. Hui! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier liegt die Kavallerie hier drüben halt. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Wir kehren um. Hier spricht Colonel John Conrad. United States. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Du scheinst zu sein. Fehlschlag. Der Conrad. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Waschenunji, Markaf mit seinem Amreich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Bewegung, Leute! Verdammt, das sind die Kerle! Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Und Retour! Die hat bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Server, weniger reden!
weiter! Hinten raus! Granate! In Deckung! Wo steckt er? Reklametafel da drüben! Sag Bescheid und ich schalte ihn aus! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Bin unterwegs! Oben auf den Boss! Schalt ihn aus! Vorrangiges Ziel! Feuerfinden! Er ist tot! Neutralisiert! Legt ihn um! Hab einen! Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer! Rüber zu dem Container! Die Tür! Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße. Marston hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt.